Ausgießung des Geistes, Kranke heilen, Wunder wirken. Ich habe euch meinen Geist verheißen, als ich auf Erden wandelte. Ich versprach euch, auch nach meiner Auffahrt zum Himmel, im Geist bei euch zu sein. Ich habe euch meiner ständigen Gegenwart versichert und auch, dass ich wirken will in euch durch meinen Geist. Denn ich wollte bei euch bleiben bis an der Welt Ende, doch nicht in menschlich sichtbarer Form. Daher verhieß ich euch meinen Geist. Ich selbst bin Geist. Und so ich also im Geist bei euch bin, dann ist wirklich und wahrhaftig Gott bei und in euch. Es ist dies ein großer Ausspruch und von euch Menschen auch nicht eher zu fassen, bis ich selbst durch meinen Geist in euch wirken kann. Einem ungläubigen Menschen könnte dafür niemals Erklärung gegeben werden, doch auch die sich gläubig nennenden Menschen begreifen dieses Mysterium nicht. Es ist ihnen nicht fassbar, dass ich selbst tatsächlich gegenwärtig sein kann, so dass der Mensch einen Beweis hat von meiner Gegenwart, dass des Geistes Wirken in ihm mich selbst also erkenntlich macht. Denn dieser Vorgang will mit einem lebendigen Glauben begriffen werden, der aus der Liebe hervorgeht. Mein Geist kann nur wirken in einem Menschen, dessen Herz voller Liebe ist, der darum auch so tief und lebendig glaubt an mich, dass er meine Gegenwart ersehnet, um von mir mit meiner Kraft bedacht zu werden. Und meine Kraft strömet diesem nun ungemessen zu und befähigt ihn zu ungewöhnlichem Wirken. Wie es mein Wille, meine Weisheit und meine Liebe als segensreich erkennt für ihn und seine Mitmenschen. Der tiefe Glaube ruft mich, und die Liebe bewegt mich zur Entäußerung meiner Liebe. Das ist die Ausgießung des Geistes, dass ich den Menschen bedenke mit meiner Kraft, der im lebendigen Glauben steht. Die Kraft aber hat vielerlei Wirkung. Oder aber, der Mensch, der an mich glaubt und meinen Geist anfordert, kann diese Kraft gebrauchen nach seinem Willen. Denn dieser hat seinen Willen schon dem meinen untergeordnet, also bestimme ich gleichsam ihn zu wollen, wie ich es als segensreich erkenne. Er wird Wunder wirken können, Kranke heilen, in geistige Geheimnisse eindringen können, das heißt, sein Denken wird erleuchtet werden, er wird reden können in aller Wahrheit, erkennen die Lüge und den Irrtum. Er wird getrieben, den Menschen das Evangelium zu verkünden und aussprechen, was ich selbst ihm in den Mund lege, weil ich selbst es bin, der nun aus ihm redet. Er wird Zukünftiges sagen, was aber nur dienen soll zur geistiger Vollendung. Und er wird reden können, dass er von allen verstanden wird, so wie man ihn willig anhöret. Denn ich selbst bin in dem, der von meinem Geist erfüllt ist. Und ich selbst kann mich stets verständlich machen, vorausgesetzt, die Zuhörer verlangen Wahrheit und Bestätigung ihres Glaubens. Meinen Geist will ich ausgießen über alles Fleisch. Die Menschen warten auf ungewöhnliche Zeichen, so sie diese meine Worte bedenken, doch alles kommt unaufdringlich, um die Menschen nicht zum Glauben zu zwingen. Und so auch achten sie nicht auf jene, die von meinem Geist erfüllt sind, deren Gedanken ich erleuchte, die auch Verkünder des Evangeliums sind und die viel Kraft des Glaubens entfalten, um mich den Menschen zu bezeugen, um meinen Namen zu verherrlichen. Die Menschen achten der wenigen nicht, denen ich selbst gegenwärtig bin, denen ich selbst mich durch den Geist kundtue, denen ich ungewöhnliche Kraft verleihe, die sie nützen zum Wohl ihrer Mitmenschen, zur Stärkung des Glaubens. Ich aber habe euch Menschen nicht verlassen, als ich gen Himmel fuhr. Ich bin und bleibe bei euch bis an der Welt Ende. Denn ich bin Geist, und mein Geist
senket sich hernieder auf alle, die sich ihm öffnen, die durch Liebe und Glauben zum Gefäß des göttlichen Geistes geworden sind, in denen ich selbst dann wirken kann, wie ich es verheißen habe, die nun auch das tun können, was ich auf Erden getan habe. Kranke heilen, geistig Tote zum Leben erwecken, Unwissende belehren in aller Wahrheit und allen also zum ewigen Leben zu verhelfen, die ich selbst durch jene ansprechen kann, weil, wo mein Geist wirket, ich selbst bin und mir und meiner Kraft wahrlich nichts unmöglich ist. Und also wirket ihr an meiner Statt, so sich mein Geist über euch ergießet, denn ihr nehmet mich selbst auf und ihr redet und wirket nun mit mir. Amen.